Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 7. Und hier steht's ja schon, das Serum. Nach einem weiteren tödlichen Ringen mit Jack schafft es Ethan schließlich nach draußen. Zoe sagt, dass sie ein Serum benötigen, um die Flucht zu überleben. Ethan macht sich auf den Weg zum alten Haus in der Nähe des Sumpfes, um welches zu finden. Ja, und das fasst eigentlich das zusammen, was ich in der letzten Aufnahme so gemacht habe. Also in den letzten 3 Folgen ungefähr. Und wir haben auch gegen diese kleinen Viecher, was heißt klein, die sind so groß wie mein Kopf, glaube ich, gewesen. Gegen die haben wir so ein bisschen gekämpft und was haben wir noch gemacht? Wir haben halt Margaret da gesehen, die da auch irgendwie rumdümpelt und rumläuft und wir haben jetzt einen Brenner. Und damit können wir alles abfackeln, was wir wollen. Ich bin mal gespannt mit dem alten Haus, da gab es noch die Krähentür, aber wir müssen theoretisch auch wieder ins Haupthaus zurück, weil da gab es auch noch eine Krähentür, da gab es noch das andere, das andere, das andere. Und wir müssen auf jeden Fall, wir haben jetzt die Kurbel gefunden und mit dieser Kurbel müssen wir zu dem einen Dings hin. Aber Margaret ist davor und sagt irgendwie, nee, sie möchte das nicht und sowas. Und die ist voll egoistisch und so. Also es ist ganz schlimm. Lade nach! So, lass mich noch mal kurz nachdenken. Was haben wir dabei? Die Kurbel. Ein Maschinenteil, mit dem verschiedene Geräte bedient werden können. Wenn man die Bedienungsanleitung liest, die wir leider nicht haben, deshalb können wir das auch gar nicht benutzen. So schade. So. Hallo, das ist mein Safe Room. Hier bin ich sicher. Das ist sicher. Also, das gehört mir. Das ist meins. Ich möchte hier nicht angesprochen werden. Antike Münzen. Wir haben 8 Stück. Ich habe in den Kommentaren gelesen gehabt, dass ich wohl mit diesen Münzen etwas anstellen kann. Ich habe immer gedacht, die wären einfach nur zu Zierde da. Ich kann da wohl mit die Dings öffnen. Die Käfige im Campinganhänger. Hätte ich mal vorher wissen sollen, dann hätten wir jetzt noch eine bessere Waffe gehabt hierfür. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade versuchen soll, vielleicht doch rauszugehen nochmal und nochmal in das andere Haus zu gehen und gucken, ob das funktioniert. Wollen wir das mal machen? Dann hätten wir noch eine andere Waffe, dann hätten wir noch mehr im Inventar. So, falls, je nachdem, wie sie gerade drauf ist. Also, falls sie gerade da ist, wo wir hin möchten, dann machen wir das vielleicht mal. Wenn sie da nicht ist, dann machen wir das nicht. Dann gehe nämlich da hin, weil dann nutze ich die Gelegenheit. Cool. Ah, verdammt, da müssen wir hin. Da, genau da müssen wir kurbeln. Um da rüber zu kommen. Oder konnte man da jetzt rüber? Ich verstehe es gerade gar nicht. Margaret? Mein Problem ist gerade. Ist sie jetzt in dem Zimmer oder in dem Gang noch? Das ist noch der Gang, oder? Crouchen wir mal. Warte mal, ich muss da gerade gucken. Okay, 2 normale Medizin haben wir. Ich würde sagen, wir gehen später zum Wohnwagen. Wir müssen da später eh nochmal hin. Brenne! Ich will mal was versuchen. Warte mal, ich will mal was versuchen. Weniger ist mehr? Hä? Was? Ach! Ach so! Es gibt eine Errungenschaft mit einem Schuss mehr als 2 Gegner töten. 2 oder mehr Gegner. Ich habe jetzt gerade praktisch das geschafft, sie zu töten. Also die Viecher. Ich habe da mit mehr als 2 erschossen. Warte mal. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ja, kommst du hierher in den Raum? Weil dann könnte ich sie, glaube ich, umrunden. Margaret! Margaret, hier drüben bin ich! Gut, ich schleiche jetzt, damit sie mich nicht entdeckt, aber ich will mal gucken, wo sie ist. Vielleicht geht's ja doch den Gang entlang. Ich höre sie halt. Margaret, du alte Schabracke! Sie heißt doch Margaret, ne? Die geht wieder in den scheiß Raum. Kriechen die da weg? Junge, du hast hier draußen nichts zu suchen.
auch hübsch. Ich gucke gerade, ob sie vielleicht den Gang nochmal entlang kommt, dann könnte ich halt einfach an ihr vorbeisprinten. Was heißt sprinten, will ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie mich hier sieht. Ich will nur gucken, ob sie hier rauskommt. Ob sie weitergeht. Jo, alles klar, Omi. Hahaha, lustig, wa? Hab ich einfach die Tür zugemacht. Lustig, wa? Bin ich auch lustig. Komm meinen Babys nicht zu nahe, du Schwanzlutscher. Ich lutsche? Ach, scheiße. Oh, scheiße, ich hab dich gesehen. Scheiße. Verpisst euch. Ich wusste nicht, ob sie hinter mir herkommt. Da war ich jetzt ein bisschen panisch. Scheiße. Das war nicht so gut, ne? Ich hab... Ah, verdammt. So. Ich hab... Scheiße. Ich hab vergessen, dass da das Nest ist. Ich hab einfach Angst, dass sie mich gleich von hinten packt, ne? Dieses Spiel. Tschüssi. Bloß in dem Haus da drin. Hey, du scheiß Vieh! Oh, ich muss da nochmal hin. Was macht denn dieses Viech eigentlich mit mir? Ich treff das halt nicht. Das ist noch eine Kiste, warum habe ich da eigentlich eben nicht nachgeguckt? Warum habe ich da letztes Mal nicht nachgeguckt? So. Sag mal, kann denn das jetzt hier mal brennen? Jetzt. Alles klar, haben wir auch. Was gibt's hier hinten? Psychonautikum, ach geil, und eine Kiste. Mit einem Dietrich. Haben wir irgendwas, was verschlossen ist, was ich mit einem Dietrich öffnen kann? Haben wir eine Kiste gefunden? Ich glaube nicht, oder? Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wir haben keine gefunden. Hier habe ich mich jetzt ein bisschen dämlich angestellt, ich gebe es zu. Aber die sitzt mir halt auch echt im Nacken, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich frage mich, warum sie jetzt nicht hier rauskommt. Ich krieg Erste-Hilfe-Arznei geschenkt. Ihr wollt mich verarschen. Hier ist nichts Gescheites. Da ist nichts Gescheites hinter der Tür. Okay, wollen wir mal gucken, was da ist. Ein Besen. Und eine Kammer. Einfach nur ein kleiner Raum. Brennerkraftstoff, das ist schon mal geil. Nachladen brauche ich nicht, wir haben alles. Eine antike Münze, das ist super, falls wir das wirklich jetzt öffnen können mit den Dings. Und hier eine Schatztruhe. Der Krähenschlüssel! Geil, wir haben endlich den Krähenschlüssel, super. Alles perfekt, also dann können wir jetzt in der Tür, in die Tür gehen und in die andere Tür. Und wir können nach oben gehen. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal nach oben, weil wir müssen ja da eh lang. Jetzt ist nur die Frage, ich muss halt wieder in den Raum, wo Margaret ist, ne? Und diesmal kann ich ihn nicht umrunden. Er hat gespeichert. Ich würde mal gerne versuchen, ob ich gegen sie irgendwie kämpfen kann. Ich meine, warte mal, es gibt, glaube ich, auch... Ihr könnt das jetzt nicht sehen. Ich habe da nur mal geguckt. Ich meine, es gibt auch so eine Steam-Errungenschaft. Also, bei Jack konnte man sich sogar noch ducken, wenn er mit diesen Scherenhänden kommt. Und dann gäbe es eine Errungenschaft. Und ich glaube, hier gab es auch irgendwie was, wo irgendwie stand... Also, die spoilern ja nicht. Das finde ich immer ganz cool. Ich gucke da manchmal so rein. Was kannst du machen? Hier steht zum Beispiel, um sein Leben hocken. Weichen sie Jacks Scherenangriff aus, indem sie in die Hocke gehen oder sowas. Und ich meine... da stand auch irgendwas mit Margaret. Also die anderen spoilern alle nicht. Ach, 13 versteckte Errungenschaften. Okay, na gut. So, gucken wir jetzt einfach mal. Die ist bestimmt auch weg, ne? Und das hier mal kaputt.
Ach klar, hier gab's die Schublade. Ist das jetzt immer noch nicht kaputt? Doch, jetzt. Stimmt, hier gab's ja die Schublade. Die öffnen wir mal mit dem Dietrich. Mal sehen, was da drin ist. Ich erinnere mich, ja, klar. Jo, Margaret, alles klar. Ciao. Heul doch. Heul doch, Margaret, heul doch. Tschüss. So. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, warte mal, warte mal, doch, warte mal. Ja, heul doch. So. Wir speichern nämlich nochmal. Ich möchte nämlich nochmal gerade saven. Und ein bisschen in der Truhe rumcruisen. Erstmal kurz speichern. Man weiß nie, was passiert. So, was haben wir denn hier für Stunden? 4 Stunden. Es sieht alt aus. Wir sind schon 6 Stunden in dem Spiel. Krass. Kommt mir viel länger vor. Also nicht, weil es schleppend ist, sondern weil es so spannend ist, weil so viel auf einmal passiert. Also, was haben wir denn noch hier? Wir können nämlich die Münze wegmachen. Wir können die Kurbel wegmachen. Ich glaube, die brauche ich nämlich jetzt auch nicht mehr. Wir können, wenn ich die nachher brauche, habe ich halt Pech gehabt. Das können wir mal wegmachen, weil ich habe da in dem Haus jetzt eh nichts gesehen. Das nehmen wir natürlich mit und den Schlüssel nehmen wir natürlich auch mit. Alles klar, Herr Kommissar. Kann ich hier nochmal nachladen? Ja, laden wir auch nochmal nach. Ist halt, glaube ich, immer ganz wichtig. Außerdem, je nachdem, vielleicht kriegen wir dann irgendwie über einen Speicherplatz, nicht einen Speicherplatz, einen Inventarplatz mehr, wenn, ne, Brennstoff immer nachgeladen wird. Sehr schön. Wir sind wieder ein bisschen angeschlagen, finde ich nicht so schön, aber naja. Auf jeden Fall haben wir gespeichert und Margaret wird uns wahrscheinlich hoffentlich nicht nachkommen. Was ich mich nur frage ist, warum ist die... Klar, der Raum ist ein bisschen zentral, wir müssen da lang und da lang und da lang und sie beschützt vielleicht den Schlüssel, aber warum... Gut, wir können jetzt auch hier lang eigentlich, ne? Aber warum... Wir müssen ja eh da raus zur Krähentür, aber warum... Brauchen diese Viecher wieder auf? Und beschwerte sich nicht. Warum ist in diesem Raum? Ist da irgendwas Wichtiges noch? So. Gucken wir mal, was dahinter ist, hinter der Tür. Wir haben ja noch die andere Krähentür im Haupthaus. Aber hier war ja irgendwie. Mensch, Margaret! Scheiße. Ah, hoppala! Ah, fuck. Ich hab doch irgendwie damit gerechnet. Fast. Nicht das Unternehmen. Okay, du kleiner Schwanzlutscher. Jetzt wird's richtig ernst. Ich kann hier nichts machen, ne? Margaret, verpiss dich! Ich hab's noch gar nicht mit Zoe getrieben. Gar nicht, meine ich. Hab ja Mia. Hab ich vergessen. Ja. Ich bin ja gar kein Single. Du denkst, du kannst einfach reintrampeln und dich an meine Familie vergeifen? Mach her, meine. Hä, ich wollte das nicht. Oh Mann, der drückt immer eine Taste auf meiner Maus. Ich will hier hoch. Wo willst du denn hin? Hoch! Alter. Lade nach! Das muss nachladen, warte. Halt die Fresse, Margaret, ich hab die Schnauze voll, ganz ehrlich. Weißt du, Daddy ist schon schlimm gewesen, aber Mutti ist ja noch schlimmer. Die haut mich alles wieder runter. Nee, finde ich auch nicht nett. Das ist doch nicht wahr. Hallo, mach doch mal. Danke. Wow, Mutter! Hilf mir! Was? Meine Lampe? Ist das irgendwie, keine Ahnung, Aladdin hier?
Und warum kommt da jetzt Wasser hin? Und ist das das Wasser von hier? Oder hat sie sich irgendwie in Schlamm aufgelöst? Und das sieht auch sehr madig aus. Und oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich wollte nicht von dieser Flammenmunition so viel benutzen, weil ich nicht wusste, nicht, dass wir die nachher noch brauchen, weil diese ist halt gegen die kleinen Viecher halt mega wirksam. Und Flinte, hatte ich gedacht, wäre auch ganz geil. Oh, Alter. Die hat hier einfach gecampt. Report, Report. Camperin. So. Die wollte ja nicht, dass wir irgendwelche Altare durchsuchen. Werde ich jetzt machen, einfach aus Protest. Was ist das hier für ein Raum? Da geht's noch weiter. Warum steht hier ein Fahrrad? Ein Herrenrad? Eine Kiste? Eine... Die mit ihren Babys. Ein Baseballschläger? Warum kann ich den Baseballschläger nicht mitnehmen? Ich will einen Baseballschläger! Ich will einen Schläger! Ich will hier richtig eins reinzimmern! In diesem Lucas auch. Hier ist wieder ein Telefon. Ich werde, glaube ich, gleich angerufen. Aber erstmal gucken, was da drin ist. Hä? Target acquired. Was? Ist das ein Alien? Oh, ach, da ist was. Betreff des Serie-Serums. Den folgenden Objekten. In der Lage, Serum synthetisieren. Erstens D-Serie Gehörnerv, zweitens D-Serie peripherer Nerv. Bitte was? Ich glaube, das ist es. Jo, alles klar, habe ich kapiert. Das ist das Serum. Was hat das mit Aliens zu tun? Und wo kriege ich das Serum? Und hä? Warum check ich's nicht? Jo, das Spiel nicht verstanden, alles klar. Following Items. Den folgenden Objekten. Aha. Ich check's aber ehrlich gesagt nicht. Und warum ich es noch nicht nehmen kann, weiß ich auch nicht. Und was hat mein Dings hier gemacht? Target ist Ziel. Und was war das noch? Ziel anvisiert. Ich wusste, dass es klingelt, aber ich wusste nicht, dass es jetzt klingelt. Hey, woher weißt du immer, wo ich bin, Zoe? Und? Hast du dein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Echt? Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Bist du denn auch da, Zoe? Oh. Was ist das hier? Eine Voodoo-Puppe. Hat die irgendwas Spezielles an sich? Nö. Ich wollte nur mal gucken. In der Schublade ist da was? Brennerkraftstoff, das ist schon mal ganz gut. Okay, wir haben voll Munition. Und was das hier ist, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen, oder? Ich glaube, ich cutte jetzt hier und dann... Es ist schon also ganz cool. Wir haben jetzt die Mutter, die ist nicht besiegt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die besiegt ist. Ich habe das Gefühl, die kommt wieder. Sie hatte ja irgendwas mit ihrer Lampe hier, Meisterlampe. Und ach, keine Ahnung, die jetzt hier wieder. Dann kommt nachher noch ein Djinn raus und dann fliegen wir mit dem fliegenden Teppich weg. Oder sowas in Richtung... Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht suchen wir jetzt einfach die D-Serie. Die D-Serie, ich krieg's gerade nicht mehr so ganz gebacken, aber das hat auf jeden Fall was mit Resident Evil 5 oder 6 zu tun. Ich meine, da gab es die D-Serie. Beziehungsweise, ich glaube, gibt es in jedem Resident Evil die D-Serie. Aber ich meine,
Also, folgendes. Das ist ja irgendwie D-Serie. Ich weiß nicht, haben wir D-Serie kommt mir bekannt vor. Ich kann es auch sein, dass es nicht in den anderen Resident Evil Teilen war, aber ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, es passt ganz gut da rein. Aber weißt du, sie ruft an und sagt irgendwie, ja, brauchst du Serum? Und er sagt so, nö, aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Und dann sagt er, wir brauchen Arm und Kopf einer D-Serie. Gehirnnerv, klar, und peripherer Nerv, es ist Arm wahrscheinlich dann. Aber einer D-Serie, und er sagt, das kann nicht stimmen. Das kam mir jetzt so vor, als wusste er ganz genau, was eine D-Serie ist, im Gegensatz zu mir. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob das irgendwelche Zombies waren, die ich aus den anderen Resident Evil-Teilen kenne. Aber das hier soll ja auch, glaube ich, nach den anderen Resident Evil-Teilen spielen, jedenfalls nach dem sechsten. Und vielleicht weiß da jeder, was eine D-Serie ist. Ich habe keine Ahnung, weil da ging ja auch richtig viel zu Bruch im sechsten Teil. Oh Gott, da ging so viel zu Bruch in den ganzen Städten. Finden wir heraus, vielleicht steht es ja in dem Buch da drin und ich rede die ganze Zeit umsonst. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einer neuen Folge von Resident Evil 7 und werden dieses Geheimnis dann ergründen zusammen. Macht es gut, Leute, bis dahin dann. Tschüss.